Auch im Dokumentationszentrum am Moritzplatz gibt es gegenwärtig eine interessante Ausstellung mit dem Titel »Die Mauer, eine Grenze durch Deutschland« zu sehen. Erarbeitet von der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur wird auf 19 Schauflächen die Gesamtgeschichte der deutschen Teilung gezeigt. Fotos, kurze Texte und Grafiken, thematisch gegliedert, informieren zum Beispiel über die verschiedenen Besatzungszonen, den Schießbefehl an der innerdeutschen Grenze, über Fluchten und Menschenhandel und über den Fall der Mauer 1989. Diese Ausstellung, die umfasst eigentlich die gesamte deutsche Nachkriegsgeschichte und umfasst auch den Kalten Krieg, die Ausgangssituation, die sich ergeben hat nach dem Zweiten Weltkrieg. Es geht um den Punkt Mauerbau natürlich. Es geht dann aber auch darum, was macht denn diese Mauer mit dem Land, mit dem kompletten geteilten Land auf der einen und auf der anderen Seite. Es wird gezeigt, dass Menschenhandel getrieben wurde, das heißt, politische Gefangene sind verkauft worden in die Bundesrepublik, das ist Menschenhandel. Es geht um den Mauerfall, es geht um die Dinge, die danach passiert sind, und dann geht es auch darum, ob und wie Aufarbeitung passiert. Und die ist sehr schön aufgemacht, die Ausstellung. Man hangelt sich im Prinzip von einem großen, thematisch dominierenden Foto durch das Thema. Natürlich kann man in so einer sehr knapp gefassten Ausstellung, die Leute sollen ja auch was lesen wollen, die sollen ja nicht verprellt werden durch Texte ohne Ende. In solcher knappen Ausstellung kann man natürlich nicht unendlich viele Zeitzeugenberichte unterbringen. Also wird man, wenn man sich mit dieser Ausstellung beschäftigt, vielleicht auch auf eine Begleitung Wert legen wollen. Also mit anderen Worten, wir bieten dazu auch eine Führung denn an. Und in dem Zusammenhang ist vielleicht auch ganz interessant, dass wir diese Ausstellung besonders auch für Schulen anbieten wollen. Es gibt ganz hervorragendes didaktisches Material, wo Schüler sich mit diesem Thema beschäftigen können, auch mal außerhalb der Schule, an einem anderen Ort sich mit dieser Thematik beschäftigen, und sowohl für Sekundarschulen als auch für Gymnasien gut geeignet. Das ist vielleicht noch ganz interessant für die Zuschauer. Ich weiß nicht, ob das jetzt an der Stelle passt, aber ein ganz kleines persönliches Beispiel, so wie ich das von meiner Mutter gehört habe. Wir haben gerade im August 1961 haben meine Eltern eine neue Wohnung bekommen. Und meine Mutti hat mir das so geschildert, dass sie und ihre Schwester die Küche am Einräumen und Putzen waren. Und in dem Moment kam die Meldung, dass die Grenze geschlossen wurde. Und meine Mutti sagte, sie hat keine Lust mehr zum Putzen gehabt. Sie hat sich hingesetzt in die Küche und hat das Gefühl gehabt, sie kriegt Platzangst, ihr schnürt jemand die Kehle zu. Und das habe ich von vielen Menschen in der Generation gehört, dass es denen ähnlich gegangen ist. Also zumindest auch den Menschen, die die Kontakte noch in den damaligen westlichen Sektor hatten, durch Familie oder Freunde oder so. Also mein Mann, der ist sowohl zum Mauerbau als zwölfjähriger Junge mit seinen Eltern aus dem Urlaub von der Ostsee wiedergekommen und wollte noch Oma besuchen im Westteil Berlins. Und die Oma sagte noch, Mensch, das rumort, irgendwas passiert hier. Wollt ihr nicht noch eine Nacht bleiben oder wollt ihr nicht noch ein paar Tage bleiben? Aber meine dann Schwiegereltern, die haben doch gesagt, nee, lass uns mal nach Hause fahren, geht ja auch bald die Schule wieder los. Und dadurch sind die am 12. August wieder in den Ostteil sozusagen gefahren. Nein, mein Schwiegervater wäre nicht drüben geblieben, der hat ein Lehrerstudium noch gemacht, und die haben ihre Zeugnisse noch nicht bekommen. Der war fertig und die Absolventen haben die Zeugnisse noch nicht bekommen, die haben die erst im September gekriegt. Nun, wir haben uns schon manches Mal gefragt, wusste man da schon irgendwas, dass man mit Absicht die Zeugnisse zurückgehalten hat? Denn mein Schwiegervater hat gesagt, nee, ich fange jetzt nicht nochmal an. Ja, und meine Schwiegermutter kommt aus einer Familie, die besitzen eine große private Kakteengärtnerei in Erfurt, und sie hatte Angst, dass man ihren Eltern im Prinzip Schwierigkeiten mit dem Betrieb machen würde. Hat man dann trotzdem gemacht, davon unabhängig. Aber das waren zwei ganz gewichtige Gründe, warum meine Schwiegereltern nicht in West-Berlin geblieben wären. Und durch eine Besuchsreise, die meinem Mann gestattet worden ist im November 89, seine Großmutter war über 90, hat irgendeinen 90-Plus-Geburtstag, war er am Tag des Mauerfalls in Berlin und hat das von der Seite
beobachtet oder miterlebt. Ich auf der anderen, ne, ich habe sie in Magdeburg miterlebt. Ja. Das war für die Menschen in der Bundesrepublik, also dann Bundesrepublik oder in West-Berlin, beziehungsweise in West-Berlin, auch eine Unvorstellbarkeit. Die konnten sich nicht denken, dass dieses Mauerwerk von langem Bestand sein könnte, weil es ist doch aberwitzig, eine Stadt durch eine Mauer abzuriegeln, Familien zu trennen, Arbeitsstätten unmöglich zu machen und das Ganze auch noch als antifaschistischen demokratischen Schutzwall hinzustellen. Ja, wo man ganz eindeutig auch sieht, gegen wen sind denn diese ganzen martialischen Abwehrdinge gerichtet. Die sind ja nicht in die Richtung, sondern die gehen ja ins eigene Land hinein. Also das ist von den Westberlinern auch als sehr problematische Situation empfunden worden. Und wir haben Verwandtschaft in Westberlin. Und meine Tante, wenn die in der Bundesrepublik waren und wieder nach Berlin zurückgefahren sind, die haben immer ein ganz komisches Gefühl gehabt. Sie hat das immer so ausgedrückt, wir kamen uns vor wie bestellt und noch nicht geliefert. Die Ausstellung kann noch bis zum 31. Oktober im Dokumentationszentrum am Moritzplatz besucht werden.